Willkommen beim Service Spotlight, dem offiziellen Podcast der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Erfahren Sie mehr über Unterstützungsmöglichkeiten, Schulungen, Netzwerke und aktuelle Themen. Und zur zweiten Ausgabe des Service Spotlight darf ich heute begrüßen den Wirtschaftsdelegierten Dr. Michael Scherz. Er ist ein Vorarlberger und hat aber, glaube ich, seinen Lebensmittelpunkt, seinen Arbeitsmittelpunkt in Deutschland. Hallo Michael, grüß dich. Ja, hallo. Ja, zurzeit zumindest in Deutschland, ja. Michael, dann würde ich vorschlagen, dass du dich den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellst. Ja, also ich bin gebürtiger Brienzer. In Brienz in die Schule gegangen. Wir waren der letzte Jahrgang, der der Gallusstraße maturiert hat. Und dann ging es halt so der klassische Weg zur nächsten Uni, war Innsbruck. Da habe ich Just studiert und hatte aber immer im Sinn, irgendwie was Internationales zu machen. Und ging dann weiter nach Wien. Las dann im Februar 85 von der Möglichkeit dieses Aufnahmewettbewerbs bei der damaligen Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, was glaube ich, für die Karriere des Handelsdelegierten hieß es auch noch. Ja, und dann da bewerbe ich mich einmal, wird ja sehen, was dabei herauskommt. Naja, und wir waren damals wahnsinnig viele Leute, nämlich ich habe über 800. Und ich war am ersten Tag von 10 Tagen dran und habe gedacht, naja, das kann man vergessen, aber was soll's. Ja, und dann vergingen halt die Wochen und dann plötzlich Ende Juni läutete das Telefon und hieß es, ja, ich bin einer von 8. Und so hat das Ganze dann angefangen. Und jetzt bist du zuständig für den kompletten deutschsprachigen, nein, den deutschen Raum? Ja, ich bin der Wirtschaftsdelegierte, wie es heute heißt, in Berlin. Das heißt also wirtschaftspolitisch Bundesangelegenheiten für ganz Deutschland. Was die Marktbearbeitung anbelangt für alle Bundesländer außer Bayern und Baden-Württemberg, die wir von München aus bearbeiten, wo ich aber davor war. Wenn man sich dieses Amt oder diese Funktion jetzt anschaut, wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin ein Unternehmer in Vorarlberg, ich habe eine gute Idee, meiner Meinung nach natürlich, möchte die auf den deutschen Markt bringen. Wie ist jetzt das Prozedere? Vielleicht kannst du es den Zuhörerinnen, den Unternehmerinnen und Unternehmern kurz schildern. Was muss ich denn machen, wenn ich in Deutschland mein Produkt erfolgreich durchbringe? Ja, also Sie rufen uns an oder Sie schreiben uns ein Mail. Ja? Oder Sie sprechen uns darauf an, hier beim Sprechtag in Feche. Also das ist ganz, ganz unkompliziert. Ja? Also jeder in unserem Büro, in Deutschland sowieso, aber das gilt weltweit, das ist immer deutschsprachiges Personal. Also Sie können uns überall ansprechen, auf der ganzen Welt, ohne jede Hemmungen oder irgendwelche Angst. Sie könnten sich da nicht verständlich machen. Also bitte vergessen Sie das, sondern einfach anrufen oder E-Mail schicken. Ja, und nachher besprechen wir das gemeinsam. Vieles ergibt sich dann erst im ersten oder zweiten Beratungsgespräch. Das ist meine Erfahrung, dass oft der Unternehmer weiß noch gar nicht, was es für ein Potenzial gibt. Nicht? Und oft stellt sich dann heraus, dann vielleicht wäre es so rum besser oder zuerst mit dem Produkt oder zuerst auf diesem Markt. Und so ist immer das Gespräch sehr, sehr wichtig. Das Erste, dass man auf die richtige Spur kommt. Und wir helfen jedem vom neuen Produkt, vom Ersteinstieg, der noch nie was gemacht hat in Deutschland zum Beispiel. Das gilt für jeden Markt, was ich hier sage. Also wir helfen immer jedem vom Scratch oder auch wenn er schon bestens eingeführt ist, aber er hat ein neues Produkt, will expandieren, will dazu bauen, will noch eine weitere Niederlassung errichten. Da sind wir überall dabei. Das heißt, ich suche mir die Kontaktdaten des Außenwirtschaftszentrums raus und mache es ganz unkompliziert auf kurzem Wege. Genau, das kommt man auch vorbei. Also es geht genauso. Ja. Also wir haben da keinerlei Berührungsängste. Ja. Sonst kommt jeder rein. Das hört man, glaube ich, gern. Michael, wenn du jetzt anschaust, der deutsche Markt ist natürlich etwas größer wie der Vorarlberger Markt. Gibt es dennoch etwas, eine spezielle Eigenschaft, die die Deutschen sich vom Vorarlberger abschauen können? Ja, die gibt es ganz sicher nicht. Das ist klar. Das ist sicherlich die Zuverlässigkeit, spielt da eine große Rolle. Das würde ich sagen, sowieso so ein Natur, Vorarlberg sowieso, aber es gilt, glaube ich, auch für den Rest von Österreich, die Verlässlichkeit, die Qualität. Die Nähe spielt eine Rolle. Die Nähe spielt eine ganz entscheidende Rolle. Also, das ist, als ich in München war, sind jetzt für Bayern, die sind die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Tirol. Da würde ich sagen Vorarlberg, bei Baden-Württemberg ist es immer Vorarlberg vorne. Also die Nähe spielt eine Rolle, die Mentalität spielt eine Rolle. Also spiele ich darauf an, Vorarlberg, Schwaben,
diese Schiene, die halt doch ein Volksname ist und dann eher das Bajuarisch-Tirolerische. Aber im Endeffekt, wir leben in einer globalisierten Welt heutzutage. Ja. Ich glaube, wir sollten uns gar nicht zu viel mit diesen regionalen Besonderheiten oder was wir glauben, was besonders ist. Was ist Vorarlberg? Hat einen super Ruf. Ja, das kann ich also nur unterstreichen. Wir hatten kürzlich eine Diskussion in Berlin zu diesem Thema und ja, da kennt jeder Vorarlberg, weiß, wie schön es ist. Ich hatte jetzt einen, der furchtbar geschimpft, dass er 2 Stunden durch Bregenz gebraucht hat mit dem Auto. Dann habe ich gesagt, aber sie hätten ja auch auf der Autobahn fahren können, nämlich vignettenlos, oder? Zumindest über die Grenze und so weiter. Das sagt mir niemand, wie gibt es denn sowas? Naja, das ist halt vieles. Zum Skifahren, die Bregenzer Festspiele, die sind überall bekannt. Ja. Also das sind so Atus. Und ich denke mir dann manchmal, es ist eigentlich schade, dass sich Vorarlberg nichts stärker so im Package verkauft. Mhm. Also vom Skifahren am Arlberg oder im Montafon, Bregenzer Wald, Bregenzer Festspiele, Kunsthaus, Montforthaus, das alles zusammen, Symphonieorchester, würde halt wahrscheinlich doch noch einen stärkeren Impact hinterlassen, als wenn jeder einzeln auf dem Markt auftritt. Gerade zur Bewerbung von Vorarlberg als Standort, als Tourismusdestination. Also Vorarlberg ist nach wie vor eine Marke, die auch einen gewissen Ruf, einen guten Ruf genießt, wenn ich das, absolut, so, wenn ich das so zusammenfassen, absolut, kann. Ja. Und einen überraschenden immer. Mhm. Viele sagen, wenn sie das erste Mal daherkommen, da gibt es ja Industrie. Mit dem rechnen wir ja gar nicht. Ja. Gibt es denn, wenn du, ich muss das ganz kurz einhaken, gibt es denn etwas Kurioses, wo du sagst, das war der kurioseste Anruf, den wir hatten, oder das kurioseste Produkt, so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn wir zwei schon da unter uns sind? Naja, also kurioses Produkt wir hatten, aber ich war in Paris im Rahmen meiner Ausbildung 3 Jahre und da hatten wir mal die Bestattung Wien, die ihre Särge präsentiert hat. Und nachher meinten die, es wäre schön, wenn sich da jemand hineinlegen würde, weil dann schaut das noch besser aus. War da nicht so leicht, jemand aus unserem Büro zu motivieren, sich dort hineinzulegen. Also da braucht es dann schon eine ordentliche Portion Humor dazu. Manchmal schon. Ja. Ja. Gut, Michael, wir wollen das auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen, natürlich auch nicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es kompakt nochmal zusammenfassen. Außenwirtschaftszentrum anrufen, Kontakt aufnehmen, wenn Sie ein tolles Produkt haben. Ja, und natürlich immer auch, was glaube ich nie schaden kann, wenn man zuerst einmal mit der Außenwirtschaft hier in Fächer spricht. Das ist der erste Ansprechpartner vor Ort. Die haben mal sehr viel Basisinformation. Und wenn man sich dann entschieden hat, ja, es soll Deutschland sein, dann entweder nach München oder nach Berlin. Und dann bedienen wir sie weiter. Ja, ich glaube, das sind perfekte Schlussworte. Ich bedanke mich für deine Zeit. Sehr wünsche gerne. Ihnen weiterhin natürlich wünsche ich alles Gute und ich freue mich auf ein nächstes Treffen. Fein, danke.